Hey Leute, was geht? Ich bin Spider-Man. Deswegen hänge ich hier falsch rum ab. Hahaha. Hier drin sind es geschätzte 21 Milliarden Grad Celsius. Ich kann nicht schlafen. Und ich habe schon seit Monaten eigentlich Schlafprobleme, aber so im Laufe des letzten Monats wurde es immer schlimmer. Das heißt, ich bin den ganzen Tag müde, kann abends stundenlang nicht einpennen, liege stundenlang wach im Bett rum. Wachte in der Nacht 25 Mal auf und bin frühest total viel zu früh wach, selbst wenn ich ausschlafen kann, wie jetzt in Ferien momentan. Und das ist echt scheiße. Echt scheiße. Ja, jetzt vor ein paar Nächten war es so schlimm wie noch nie. Da bin ich wirklich, keine Ahnung, 10, 11 ins Bett und konnte um 6 Uhr morgens immer noch nicht pennen. Vielleicht habt ihr es gerade auch gesehen, es hat gerade geblitzt. Denn ich bin gerade so happy, dass es gerade gewittert. Das ist so schön, weil dadurch kühlt sich die Luft ein bisschen ab. Also ich gehe mal schnell zum Fenster. Oh, natürlich alles auf dem Kopf hängend, wie man das als Spider-Man so macht. Oh, tut das gut, ein bisschen kühle Erfrischung zu haben. Aber ey, ernsthaft, ich bin sowas von fix und fertig. Weil ich halt wirklich seit Monaten eigentlich nicht mehr richtig schlafen kann. Hat keine Nacht ruhigen Schlaf dazwischen. Ich bin ja schon übelst froh, wenn ich in der Nacht nur zweimal aufwache oder so. Und deswegen wollte ich euch mal fragen, kennt ihr das? Hattet ihr auch mal solche schlimmen Schlafprobleme, dass ihr auch, wenn ihr unbedingt schlafen wollt, einfach nicht schlafen könnt? Wenn ja, wie seid ihr damit fertig geworden oder habt ihr das immer noch? Und was habt ihr halt so für Tipps, wie man besser einschlafen kann? Ja, das würde ich gerne mal wissen, wie man halt besser einschlafen kann. Ich weiß ja nicht, ob man mir damit wirklich helfen kann. Aber ich bitte euch einfach mal um diese Tipps. Das wäre klasse. Und ich bin nämlich so fix und fertig den ganzen Tag. Ich komme nicht mehr klar. Es macht mich kaputt. Es macht mich so kaputt, dass ich nicht mehr schlafen kann. Seit Ewigkeiten. Und wie gesagt, so seit einem Monat oder so wird es immer schlimmer, aber eigentlich schon länger, dann seit ein paar Monaten. Grauenvoll. Geschätzte 10 Milliarden Grad hier drin. Dadurch ist es auch nicht besser. Scheiß Sommer, sage ich dann nur. Eigentlich liebe ich den Sommer, aber ey, was hier abgeht, das ist echt nebennormal. Naja, das war's eigentlich. Teilt mir mit, wie ihr eure Schlafprobleme, falls ihr mal welche hattet, überwunden habt. Und geht raus bei der Hitze und ja. Tschüssi.